Ich begrüße euch in Folge Octopath Traveler. Im letzten Part haben wir hier in dem Dorf Arthens erstes Kapitel abgeschlossen. Und mich interessiert mal, wo ist denn jetzt genau sein zweites? Da oben ist ja Sirions zweites. Hier drüben. Oh, ist auch weit weg. Und ich finde interessant, wie jetzt die empfohlenen Stufen für die anderen angestiegen sind. Weil vorher war das hier immer Stufe 5 empfohlen. Und jetzt ist Stufe 7 empfohlen. Das heißt, wahrscheinlich wurde der Bosskampf im letzten Part gegen die Viper wirklich schwerer, da wir halt Sirion schon dabei hatten und nicht nur alleine mit Alfen waren. Das finde ich sehr interessant. Okay, also als nächstes würde ich sagen, gehen wir hier zu Primrose. Aber das wird ein ganz schmerzer Weg. Von hier halt raus, wieder hier hin. Da kann ich mich nicht importen, oder? Nee. Und hier durch, hier runter, dann über die Brücke und dann kommen wir hier in das nächste Gebiet oder was? Oder kann ich da überhaupt schon hin, weil das ist alles so ein bisschen ausgegraut hier? Keine Ahnung. Wir gucken mal. Also muss ich jetzt zum Ortsausgang wieder raus, denke ich mal. Wir haben ja im letzten Part so ein paar Sidequests abgeschlossen im Dorf hier. Einiges gemacht. Und ja, heute geht's weiter, würde ich sagen. Ach ja, es macht schon Spaß, das Spiel auf jeden Fall. Gefahrenstufe 4. Oh, guck mal, das steigert sich sogar. Weil mit Sirion allein war es Gefahrenstufe 1 nur. Jetzt ist es 4. Okay, ab nach unten hier. Hier ist ein Typ. Was gibt's bei dir? Ach, schade. Okay, das zählt zur Stadt dazu. Also, hier draußen das Zeug. Uncool. Sir selbst nannte umherwandernde Fischhändler, schert sich nicht darum, was seine Taten für andere bedeuten und schreckt auch nicht vor fragwürdigen Methoden zurück. Bla bla bla. Okay, ich bin jetzt wieder zu voll, das vorzulesen. Ich denke mal, das muss ich auch nicht, weil es bringt halt im Prinzip nichts, wenn ich euch die Texte vorlese. Ihr könnt selbst lesen. Ich meine, so die Gespräche der Stadtleute und so, das finde ich voll okay, sowas vorzulesen. Aber das jetzt hier, die ganzen Dialoge der Leute, bla, ich weiß nicht. Was heißt ja logisch? Ich meine halt die Sachen, die jetzt in deinen Berichten drin stehen, sag ich mal. Es ist alles ein bisschen unnötig irgendwie, ganz ehrlich. So, kannst du jetzt bitte sterben? Das wäre mega praktisch. Ja, sehr schön. Jetzt. Die kann ich damit boosten, kriegen, oder? Komm, einfach boosten. Sehr schön. And that's that. Yay, Aufstieg! So, ich habe 136 LBP mit Sirion. Kann ich aber schon was Neues holen? Ich glaube nicht, aber ich will mal kurz gucken. Ne, 500 und du brauchst 100. Ja, okay, das ist klar. Alles klar, da brauchen wir ein bisschen mehr Level und so. Südlicher klarer Übergang. Da muss ich hin oder will ich hin, wie auch immer. Und hier ist noch eine Sidequest. Irgendwo auf dem Radar. Okay. Und auch noch irgendwelche ganzen anderen Dinge, die ich noch nicht zuordnen kann. So, you want feel a thing. So. Wir brechen die schon mal. Hauen drauf. Und du brichst die, und du haust sie auch schon mal tot, würde ich sagen. Sehr schön. Jetzt kannst du schon mal brechen. Du greifst sie an. Und du erledigst sie bitte. Sehr gut. Die Kämpfe kann man auch deutlich besser machen, als wie ich es vorhin gemacht habe. Als wie, oh mein Gott, er hat als wie gesagt. Bringt ihn bitte um. Also als wie hört sich schrecklich an. Das ist auch falsch eigentlich. Aber mir ist gerade so rausgerutscht irgendwie. So. Sonnenschatz. Ja, da will ich auch hin eigentlich. Aber ich will mal kurz gucken, was hier oben noch so ist. Das ist eine Höhle. Was ist denn da für eine Höhle? Zwillingsfälle. Gefahrenstufe 20. Ich hab so ein Gefühl, da muss ich noch nicht rein. Kann das sein? Aber sieht sehr danach aus wie die eine Höhle, die wir letztens schon hatten. Ja, Dungeon Design habe ich schon mal ein bisschen angemäkelt. Ist halt einfach, na, bisher. Also sie sehen hübsch aus, aber so vom allgemeinen Design her. Ich weiß nicht. Es sind halt nur irgendwelche Gänge und nichts irgendwie tiefgängigeres mit Rätseln. Bisher, wie gesagt, ich kann nur bisher beurteilen, wie es bisher ist. Ich kenne das Spiel noch nicht vollständig. Ich kenne nur die ersten 3 Stunden ungefähr.
Also die wir jetzt in den Let's Play zusammen erlebt haben. Also ich hab nicht irgendwie mehr gespielt, privat oder so. Nein, die ersten 3 Stunden aus dem Let's Play hier kenne ich. So, sehr gut. Fang ich schon an. So, und... Jetzt müsste Zero ein Level abbekommen, glaube ich. Yay! Stufe 10 schon, nice. Er hat halt ein bisschen Alphen voraus, einfach aus dem Grund, dass er halt, ja, mein erster Charakter war. Ja, ich muss gar nichts gucken. Ich kann keine Punkte zuweisen oder so. Gut, wo genau muss ich hin? Sonnenschatt in Heiligenbrück. Ich bin an Sonnenschatt. Oder ist hier drüben ein Charakter irgendwie? Weltkarte, hier ist nämlich nichts irgendwie drüben in der Richtung. Muss ich bestimmt irgendwann später nochmal hin, denke ich mal. Okay, Sonnenschatz. Oh, das ist schon, also da sieht man schon im Hintergrund die Wüste. Finde ich cool, weil ich habe, also Primrose Kapitel kenne ich. Ich habe damals zur ersten Octopath-Demo ein Let's Play zugesehen. Und Alberic Story habe ich selbst in der ersten Demo gespielt, also was man da spielen konnte von. Ja, und wie ich habe mal gesagt, Cyber Story kenne ich auch so ein bisschen. So ein bisschen. Ich habe in der zweiten Demo angefangen, die zu spielen. Und ja, jetzt, yes, sehr gut. Das ist scheiße, ich hab's predicted. Und, ja. Jetzt sind wir halt hier. Und ich bin mal gespannt, wie das hier wird mit ihr. So. Okay, da reicht, glaube ich, ein Angriff, oder? Ja, gut. Du brichst den. Sehr gut. Dann greift der jetzt an. Dann brichst du aber den hier schon mal. Warum nicht? Und Alphen. Ja, okay. 4 Boost. Ich glaube, reichen 2. Ich hoffe es. Nee, schade. Oh, ein bisschen wenig. Doof. Okay. Dann gehst du mit 3 auf das Vieh schon mal. Das würde reichen, aber genau, wundervoll. Dann bringst du es hier rum. Perfekt. So, sehr schön. Das war jetzt nicht so taktisch, aber egal. Wir haben es jedenfalls geschafft. Wundervoll. So, jetzt haben wir hier eine wundervolle Wüste auf jeden Fall. Sonnenschatten Klarach. Pflastersten ist die Gegend, wo Alberic ist. Aber wir wollen an Sonnenschatz. So, was ist denn hier auf der Karte von Ding markiert irgendwie? Da ist irgendwas markiert, das Schild hier oder was das markiert. Achso, da geht's in eine Höhle rein. Wow. Und mal wieder wird mir der Weg lächerlich blockiert. Yay. Oh Mann, ey. Ach ja, aber wisst ihr, was ich cool finde an Octopath einfach? Dass man eben... wow, noch ein Kampf. Dass man eben in jedem Let's Play eigentlich andere Sachen so erlebt. Weil, ich meine, ich habe jetzt mit Steven angefangen und dann gibt es halt Leute, die haben meinetwegen mit Alberic angefangen und die gehen halt eine ganz andere Route ab, weil, ja, die können ja schlecht von da, wo Alberic ist, schnell zu Sirion gehen und so. Dann fangen sie halt mit einem anderen Charakter an und holen den zuerst. Wow, ich habe alle Schwächen, sehr gut. Und, das finde ich einfach so cool, weil das macht die LPs halt nicht so gleich, weil man immer die gleichen Charaktere der Reihe nach abholt im Prinzip, sondern das macht jedes LP so ein bisschen eigen irgendwie. Weil eben jeder andere Charaktere zuerst holt und priorisiert und so, und das ist einfach mega cool. Deswegen liebe ich das Spiel auch so ein bisschen. Ach ja. Das ist einfach eine mega geile Sache an dem Spiel, finde ich zumindest. Ha! Try again! Level 7! Yay! Es ist einfach schon richtig geil, das Spiel, oder? Aber ich habe so ein Gefühl, ich hype es irgendwie ein bisschen zu sehr hoch. Also jetzt nicht, dass ich schlecht reden möchte, nein, aber irgendwie habe ich halt so ein Gefühl, dass es einfach eigentlich nicht so krass ist, wie ich es halt hochhype. Also wie gesagt, ich mag das Spiel echt ganz gerne, aber irgendwie ist, glaube ich, so ein bisschen spielt Nostalgie und sowas alles mit da rein, weil ich halt so Spiele einfach liebe und kenne und da ist halt so ein bisschen Nostalgie dabei, die mich das Spiel eben so sehr lieben lässt, sag ich mal. Aber ich habe keine Schwäche.
Vielleicht Eis. Ja, sehr gut. Und das ist eben einfach so eine Sache. Ich meine, klar, das Spiel ist wirklich gut, definitiv. Aber irgendwie gleichzeitig ist halt auch so die Sache. Okay, jetzt reichen, habe ich zwei hier. Komm bitte. Yes. Vielleicht ist es eben so eine Sache, dass das vielleicht gar nicht mal so krass ist, wie es eben alle hochhypen und so. Also wie gesagt, ich werde das Spiel echt ganz gerne, aber irgendwie macht voll viel Spaß, aber wenn man so guckt, ist halt vielleicht im Prinzip eigentlich nicht so krass gut, wie alle immer so sagen. Einfach eben so Sachen, dass einem hier sowas vorgegeben wird. Du kannst vorne die Höhle nicht rein, aber jetzt hier in die Random irgendwie und ja, keine Ahnung, irgendwie, die Sidequests bisher fand ich auch nicht so spannend. Die mit Meryl, die fand ich ganz nett, aber die anderen bisher, ja, waren ganz nett, aber Sidequests müssen halt irgendwie für mich eine spannendere Geschichte erzählen als irgendwie sowas. Und die waren größtenteils eher so zum, okay, da geht's auch zu Pflastersten. Die waren größtenteils eher so dafür da, dass man halt irgendwie was macht, aber im Prinzip waren es einfach für mich keine so krass guten Sidequests und so. Also, das Spiel hat schon so seine Schwächen. Dann eben, das Dungeon Design ist nicht so gut, aber trotzdem gibt es eben auch mega viele Punkte, die das Spiel halt mega gut macht. Zum Beispiel, die Story. Also, es mag jetzt vielleicht nicht jede Charakterstory mega spannend sein, sag ich mal. Aber so, insgesamt mag ich die Story echt ganz gern. Ich meine, Sirions finde ich mega gut bisher, so als Dieb, der ist in der Vergangenheit so ein bisschen, ja, keiner kennt sie und er ist voll mysteriös und wir haben so ein bisschen was geteasert bekommen, seinem Freund, der mit seinem alten Freund, den er in Kindertagen quasi kennengelernt hat, aber wir wissen eigentlich nicht wirklich, was mit dem ist, wieso er nicht mal bei ihm ist im Prinzip. Oh, 31, Hilfe. Aber ich finde es gut, dass einer das Spiel warnt und nicht einfach in den Tod laufen lässt, sag ich mal. Aber egal. Ja, das ist einfach nur mysteriös. Und bei Orphan ist bisher, ich mag die Story auch ganz gern, aber es ist halt nicht so spannend einfach. Er geht halt auf Reisen, um den Leuten zu helfen. Ja, schön, aber bisher war es halt nicht so krass flashend irgendwie. Die Story jetzt von Primrose, die wird auch ziemlich gut. Ich meine, ich kenne halt den Anfang schon und so. Aber, ja, Albrecht ist auch ziemlich gut, aber die anderen habe ich keine Ahnung. Cyrus ist auch relativ langweilig eigentlich, er sucht ein Buch. ja, mal gucken. Jetzt sind wir in Sonnenschatz hier. Okay, und die Musik hier, ich mag sie irgendwie nicht so sehr. Sie ist halt sehr, sie passt voll gut hier rein, aber irgendwie mag ich das Team nicht so sehr. Es ist, komm, gib mir. Oh! Es ist mega, ja. Es wirkt halt so eintönig, aber das passt eben eigentlich voll gut hier rein. Es wirkt einfach so ein bisschen meh. Zumindest für mich. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber für mich ist es halt eher so. Aber okay. Ich will jetzt nicht hier. Das ist einer der wenigen Tracks, die ich bisher nicht so sehr feiere. Ganz ehrlich, aber bisher, der Soundtrack ist wirklich, boah, bombastisch bisher. Bombastisch. Definitiv bombastisch einfach. So, hier ist schon mal Primrose. Und du so. Diese Stadt ist selbst am Tag in Schatten gehüllt. Wegen der Klippen, die über ihr auffragen, deswegen auch Sonnenschatz. So, was hast du Schönes zum Stehlen? Nein, ganz bestimmt nicht. Hör auf. Erkundigen. So. Seit der Geburt hatte diese ältere Dame Probleme. Ach, diese alte Dame, oh. Mit dem Augenlicht. Also niemals über die Grenzen von Sonnenland hinausgekommen ist, hat sie noch nie die wogenden See oder den wolkengefangenen Himmel gesehen. Okay. So, hier ist ja mein Weg blockiert. Aber einfach so random ein Schild. Das ist einfach nicht schön gemacht, finde ich. Das hätte man besser machen können, definitiv. Aber okay, ich bin eigentlich wieder zu viel hier. So. Aber ich mag hier wieder einfach die Atmosphäre in der Stadt. Wie gesagt, die Musik passt voll gut hier rein, aber ich mag den Track nicht. Das passt voll gut zur zwielichtigen Atmosphäre hier, finde ich. How are you? Ich habe gehört, der Tunnel dort führt in die Sandwüste. So, hier haben wir Tänzerinnen. Die werden noch relativ interessant.
Weil man kann schon an Primrose, ohne Waffen, nice. Man kann schon an Primrose erkennen, sie ist auch Tänzerin. Dieses Mädchen kam nach Sonnenstadt, um ihre Mutter zu finden. Okay, oh. Oh, das ist traurig. Wieso gibt es da schon Waffen zu verkaufen durch die Information? Was zum Teufel? Ich meine, ich finde es gut, aber warum? Gib mir mal was Geiles. Oder, ach, nicht bei dem hier, okay. Mach irgendwie anders scheinbar, okay. So, was hast du wundervolles Schlaf der Tänzerin? Ja. Yes. Wir gucken mal rein, würde ich sagen. Aber ist gerade scheinbar keiner zu Hause hier. Ich meine, ich will die Tänzerin auch nicht stören hier bei ihrem. Ah, hier ist der Partner. Bei ihren Sachen. So, oh, ein Falkensäbel. Nice. Kriegsspeer. Eisendolch. Nee, dann kaufe ich einen Falkensäbel, ganz ehrlich. So. Oh, der wäre auch ganz geil. Ist ja besser als der Falkensäbel. Nee, der Falkensäbel ist besser. Nee. Uiuiui. Die brauche ich zweimal definitiv. Dann ist mein ganzes Geld wieder weg. Trotzdem kaufe ich das. Ja, du und du. So. Ja, der Rest ist eh nicht so gut. Okay, das ist schon ganz gut für Orphan. Ja, okay. Hm, das war ganz geil auf jeden Fall. So, hier geht's nicht weiter. Oder? Nee. Ja, war schon in der Stadt oder was? Oder nee, es geht nach oben hier. Aber ja, ich. Also im Prinzip mag ich die Stadt, aber das Theme ist halt so. Es wirkt so ein bisschen langweilig irgendwie. Finde ich zumindest. Wundervoll. So, hier haben wir das Wirtshaus. Das ist ja so ein Ding. Das Wirtshaus ist in diesem, in der Special Edition von Octopath. Da gibt es ja so ein Aufklappbuch, sag ich mal. Und da ist das, damit ist das voll beworben worden. Das sieht so geil aus. Ich hätte das so gerne, aber ich habe leider die normale Edition von Octopath. Leider. Sehr gegrüßt, wie kann ich euch helfen? Heute helfen. Ach, so wird's. Ah, okay, alles klar. Bei dir so. Ich möchte meinen reisemüden Körper hier entspannen, okay? Was gibt's für das zum Stehlen? Nee, nichts, was ich brauche. Oder erhöht das permanent oder nur mal kurz für einen Kampf, das weiß ich nicht. So, das ist ein seltener Gelehrter. Okay, alles klar. Du so. So. Das ist ein Mann, das sieht aus wie eine Frau. Also von der Stimme her ist es ein Mann, aber okay. Nein, ganz bestimmt nicht. Ich meine, man könnte speichern und das Spiel immer neu laden, wenn das Klauen nicht klappt, aber. Das kostet halt so mega viel Zeit. Das ist so dumm eigentlich. Ich weiß nicht. So. Alles klar. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, sehr gut. Und das habe ich ja schon, deswegen. Oder ich probiere es. Komm, ich probiere es. Yes. So, ein Erkundigen. Was gibt's hier Schönes? Preis nach das im Gasthaus. Nice. So, Grünschnabel, wenn ich im geringsten mit der intimen Gesellschaft des schönen Geschlechts vertraut. Alles klar. Interessant. So, was gibt's bei dir zum Stehlen? Nein, das versuche ich gar nicht erst. So, okay. Ich brauche bei euch schon nie, oder? So. Okay, bin ich mal gespannt auf die Tänze. Werden wir, glaube ich, auch noch sehen, wenn ich mich recht entsinne. So, dieser Jäger hat es sich zur Gewohnheit gemacht, nach getaner Arbeit einen Abschied ans Wirtshaus zu machen. Okay. Und du so. Das kann ich mir vorstellen. Yes, okay. Wundervoll, gut. Alles klar, haben wir uns hier schon mal ein bisschen umgeschaut in Sonnenschatz. Im nächsten Part geht es dann wahrscheinlich los mit Primrose Story. Das ist, glaube ich, ein ganz cooler Thumbnail-Screenshot, oder? Vielleicht so ein bisschen weg, ja, so mitten in Sonnenschatz irgendwie. Keine Ahnung.
Im nächsten Part fangen wir hier mit Brimrose Story an. Ich bin sehr gespannt. Also, ich weiß ja, was abgeht, aber. Ja, ihr könnt gespannt sein, wie auch immer. Bis dann und ciao. Euer Vivo, tschüss.